an Römer begrüßen. Ich glaube, dieses Rennen konnte in seinem ersten Jahr nicht wirklich überzeugen. Aber seither kommen immer mehr Fans und es wurde zu einem beliebten Event. Was glaubst du denn, hat sich geändert? Ich finde, was hier passiert ist, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man die Probleme sofort angeht. 2014 wusste keiner, was ihn erwartet. Darum haben die Teams bei den Reifen sehr konservativ entschieden und dadurch die strategischen Optionen minimiert, was zu einem recht eintönigen Rennen führt. Aber das war eine gute Erfahrung. Und als wir im letzten Jahr wieder hier waren, sahen wir einen wirklich spannenden Grand Prix, der erst in den letzten Runden des Rennens entschieden wurde. Hoffentlich wird es dieses Jahr ähnlich aussehen. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Kimi Räikkönen startet heute von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Massa, Lance Stroll und Magnussen. Hülkenberg, Ocon, Verstappen und Sebastian Vettel. Grosjean, Palmer, Carlos Sainz Jr. und Quert. Ein McLaren, Ricciardo, Sergio Perez und Marcus Ericsson. Wehrlein und Fernando Alonso startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Willkommen zum nächsten Rennen, zum nächsten Part hier von unserer F1 2017 Karriere. Ja, wir standen von 15 von der besten Saisonposition bisher, aber wir haben Getriebeprobleme, wie sonst diesen roten da, den haben wir leider zu dem Training im Qualifying abgeschossen, Vettel in Q2. Ich würde sagen, sorry, aber wir überspringen erneut die Anfangsrunde. Na, mal sehen, dass man losgehen würde. Jetzt geht's nämlich so. Werde ich bald mal noch raus und keine Ahnung, wie wir halt eben Zeit haben, dann können wir es halt eben machen. Es geht los zum Sochi Grand Prix mit dem McLaren Honda. Mager ist schon nicht mehr verfügbar, ich glaub's nicht. Jo. Das ist eine mega Dive Bomb in Kurve Nummer 1. Wir sind in 2 und wir sind 10. Freunde. Sind 10. Wir werden jetzt natürlich ein bisschen Dive Bomben, weil wir eben keine Chance sonst haben. Sorry, Hülkenberg. Ja, Grosjean, du nicht. Jo, Hülkenberg. Chill doch mal dein Leben. Und jetzt sind wir vorbei, sind 9. Und wie lange wird das Ganze unser Auto nochmal mitmachen hier? Kannst du dich nochmal ganz kurz einblenden so. Wir sind 9. Freunde, das wären natürlich mal nur 2 Punkte. Natürlich, ja, ganz gut in der WM jetzt hier. 2 Punkte wären natürlich toll, aber da sehen wir schon wieder, wie Hülkenberg da ist. Wir uns zeigen möchte, jo, ich bin auch noch da. Also, mal abwarten. Jo, jetzt beruhig dich mal, Auto. Räikkönen, der hat wirklich schlechte Neuigkeiten zum Getriebe. Das Team versucht alles, was ihnen einfällt, aber sie sind nicht sehr zuversichtlich. Bleib einfach dran. Gib dein Bestes. Mehr können wir nicht verlangen. Okay. Wir haben keine Chance auf der Gramm. Man merkt es auch gerade, wie die KI sich schon vorbeiboxen möchte. Grosjean hier zum Beispiel. Wir müssen sogar Jackie teilweise cutten, damit wir noch vorhin bleiben, aber wenn wir schon ganz vorne sind, dann müssen wir es einmal angreifen. Wenn wir schon mal eben die Chance haben. Es könnte sein, dass die magere Mischung in Zukunft nicht mehr verfügbar ist. 77% er deckt mich am Arsch. Sobald das Auto mal kaputt ist, immer Position 9, das ist schon ein bisschen lustig und vor allem auch irgendwie hohl und dumm. Naja, wer weiß. Ja,
Dann müssen wir wahrscheinlich die KI boxen, ne, damit die hier mal... Ey, guckt euch das an, ne? Hey, sorry, dass ich gerade so vor muss, aber wir haben sonst keine andere Chance, uns hier noch vor der KI zu holen. Oder zu halten, nicht zu holen. MG Hall ist noch voll in Ordnung. Ja, guck, Palmer, okay, Palmer mit seinem blöden Renault da. Dieses Spiel auf der. Jo, überschießt halt einfach erstmal komplett. Ja, muss ich doch dann das Ding hier auch mal in die Luft gehen, oder nicht? Nicht bloß hier sich so abnutzen. Okay, wir machen gerade einen Leistungsverlust am Turbolader aus. Leistungsverlust am Turbo. Ach gut, der geht natürlich mit der Zeit kaputt, das ist klar. Jo, einmal wenn es gut läuft, halten wir Position 9, ey, das ist schon irgendwie lustig. Jo, guck dir das mal an. Die haben irgendwie ein wie als ob die Nitro anzünden würden, ne? So gefühlt ist das. Vor allem Groschow mit seinem geilen Haus. Ich finde den Haus noch in der alten Lackung viel, viel geiler als eigentlich der neue. Aber naja, was willst du machen? Stroll mit Problemen. Stroll in der Box übernehmen, PS Position 8, ne, das ist schon irgendwie lustig, ne? Roscher auf Supersoft. Der fliegt gleich an uns vorbei, wetten. So, jetzt mal voll. Jo. Aber man fährt sich erstmal seine Frontflügel ab. Palmer ist weg, würde ich sagen. Kölbe flocken. Oh, das habe ich gerade dann rausgehauen. Kann das sein? Gucken wir mal, ich würde sagen, mal bei Palmer rein. Nee, das hat nicht getroffen, okay. Wen denn sonst? Ich habe hier sonst gerade keinen, der wo gerade ausgefahren ist, aber naja. Scheint doch. Magere Mischung ist nicht verfügbar. Boah, jetzt sind wir wieder Standard. So. Wir werden auf jeden Fall jetzt ein paar Stablätze nach hinten müssen. Ne? Wir werden einfach mal alles außer NGOH wechseln. Wo steht der immer noch? What the fuck? Guck mal, Groschow, der ist eigentlich viel, viel. Das Getriebe ist ziemlich abgenutzt. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Du sollten wir wirklich versuchen zu schalten, alles klar. Ja, guck dir das mal an. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 11,9 Sekunden. Du musst ja schalten. Das wäre ja hier dumm, ne? Sonst wäre ja ihre dumm, ne? Ich verstehe. Was ein Quest der.
Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. So, was ich glaube, erstmal 100% verschleißen die komplett, ne? Deswegen wollte ich da mal ein bisschen. Ich guck dir das halt einfach mal an. Und ich muss wirklich so hart rangehen, ansonsten werden wir nur noch Letzter, wie Alonso. Da müssen wir einfach mal aufgeben. Ist ja nicht schuld, ne? Also, halten alle Groschen aber wirklich gut hinter uns, ne? Verloren wie sonst was, Alter. Yo. Da guckt euch das mal an. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Schön reingebremst. Warum soll ich schon in diese Runde reinkommen? What the fuck? Was geht schief? Aber nein, komm mal rein. So, gucken wir uns mal das Ganze an. Ja, 80%. Ich glaube, dass es diese Rennen noch durchhalten wird. Glaube ich jetzt mal. Weiß natürlich jetzt nicht. Oh, ich glaube, das wäre unser Box, Alter. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Boah, Unsafe Release, ey. Puh. Aber jetzt doch nicht gesehen, ne? Multiplayer wäre es natürlich fatal. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. So. Oh, scheiße. Beim Aufgefallen hier. Den 15. da rauskommen, okay. Geht ja noch ganz gut. Können die anderen natürlich wieder pushen, wie sie wollen. War ein Red Bull hinter uns. Seite der Lebensmüde. Safety Car wäre wieder Gold wert, ne? Ist ja klar. Wenn die jetzt schon drin sind, Alter. Weiß ich ja auch nicht. Fernando ist gerade an die Box gefahren. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag. Gelbe Flaggen. Jetzt hat gelbe Flaggen, okay. Das ist, glaube ich, immer langsam, ne, was ich jetzt enttäuscht. Jo, Grosjean ist voll langsam, ach du Scheiße. Und der Rapper, guck doch das mal an! Jo, ich erinnere mich. Information zu Massa. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und deshalb langsamer. Okay, hier ist Jeff, du musst mit dem Schneiden aufhören, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe. Hey, Ricciardo, ne? Nimm die fette Benzinmischung.
immer noch kein Safety Car, weil der steht jetzt natürlich ganz, ganz gefährlich, ist ja klar. Roscher hat anscheinend keine Probleme, oder wie mit seinem Auto? Virtuelles Safety Car, virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta. LOL! Was ist passiert? What the fuck? Darf ich mich heute. Ja, es ist auch noch, glaube ich, verbuggt, kann das sein. Dass man dann einfach überholen darf, oder wie? Alter. Guck dir das einfach mal an. Jo, KI räumt sich einfach gegenseitig ab, alles klar. Jo. Jo, Paris ist in Ordnung. Kein VSC, Gott sei Dank. Ich glaube, ist noch ein bisschen zu verpackt. India. Gucken wir mal. Ja, 85%. Naja, noch 15%, dann ist er auch am Arsch. Jo, jo, Alter, ohne Witz. Kann man jetzt versuchen, den Dart zu überholen. Hat doch richtig 30 Sekunden Zeitstrafe. War das vor mir? What the fuck? Hier geht ich also in Rust, ja. Guys, I think. Lost Gear. Ich kann nicht schalten. Ich schalte hoch, Jungs. Ich will hochschalten, hallo. Das Getriebe hat eine Störung. Schaltgeschwindigkeiten sind langsamer. Klick hier 20 Mal aufs Lenkrad und dann geht's plötzlich, Alter. Alter, leck mich am Arsch. Für einen Gang brauche ich 10 Mal schalten. Das ist uns natürlich jetzt für Alonso natürlich ein bisschen noch was vorzuarbeiten. Da Grosjean ist immer noch so langsam. Will mithalten. Das ist schon traurig, ne? Wie uns. Jo, Palmer ist im Ordnung. Jo, jo, jo. Ich kann nicht hochschalten. Das ist schon kacke zuzusehen, ne? Wie der Motor halt einfach sich hier quasi gerade selber umbringt. Motor bei 70%. Naja, gut. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, ja, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Guckt euch das mal an. Mode. Alles, was gut ist, ist noch NGOH. Ich will. Alter, der denkt, der will hochschalten. Es fällt dann, glaube ich, noch so die Lenkung aus und dann ist alles kaputt. Schalten einfach den 8. Gang hoch, dann kann nichts passieren. Leute, es geht jetzt wieder alles. What the fuck? Läuft. Jetzt können wir wieder ganz normal fahren. Haha. Grosjean ist inzwischen an der Box, okay. Jetzt geht wieder alles. Guckt es mal und. Nein. Fahren wir da auf morgen.
Die Tür nicht, what the fuck? Das ist in diesem Spiel eigentlich falsch. Jo. Ja, ich würde sagen, der Motorschaden ist getan, Honda. Best time. Ja. Glückwunsch zum ersten Motorschaden, würde ich sagen. Der Motor ist kaputt. Man hat es gerade gesehen. Die Fahrgarnse mal plötzlich zerreißen. Ja, warum ich Fahrgarnse gegeben habe, keine Ahnung. Ja, am Ende wurde mir eh klar, dass es den Motor am Ende mal zerreißen wird, also kein Wunder. Der dritte Gang wollte nicht mehr rein. Und der vierte, der ging dann nicht mehr. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus, so Lewis Hamilton gewinnt. Um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Er gewinnt einfach. Rennen, können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Naja, der erste ist Silbersieg, glaube ich, ne? Müsste es sein. Naja, schade für unseren Motor natürlich. Lol. Ocon am Podium. Gib dir das, Alter. Ocon ist am Podium. Ja, alles klar. Ocon weiß ich Bescheid. Also Ocon holt sein erstes Podium. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer ist. Jetzt sind wir in der letzten WM. What the fuck? Vettel, er war heute eine Klasse besser als die Konkurrenz. Einfach eine Freude, ihm zuzusehen. Und so sieht es in der Konstrukteurswelt. Naja. Es war ein schwieriges Rennen für mich. Ach Gott, es kann einfach nicht schlimmer enden. Naja, Honda, ja, ich darf mich beschweren. ja, das ist natürlich ein bisschen, naja, nicht so toll, sagen wir es doch mal so. Aber nichtsdestotrotz müssen wir wieder ran. Nächstes Rennen in Spanien mit sehr, sehr vielen Stauben. Ich werde es wahrscheinlich gleich jetzt hier noch beim Part, jetzt müssen wir mal auch hier austauschen, weil, naja. Gut, das Sieg uns jetzt mal eher. Jetzt erstmal die Abmahnung vom Team bekommen, nehme ich mal so an. Ach so, wir haben wieder Ding. Okay, gut, dann würde ich sagen, war es erstmal. Und dann sieht man sich eben bei einer neuen Classic wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.